Ist gerade schwierig, einen Anfang zu finden. Egal. Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen mal wieder auf einem Video auf unserem Kanal. Ich halte gerade nicht die Kamera, das macht mein Kumpel gerade neben mir. Und in diesem Video soll es mal um die Veränderungen gehen, die ich an meinem Motorrad gemacht habe. Aber da soll es nicht um dieses Motorrad gehen, sondern wir schwenken einmal um und zeigen euch, worum es wirklich geht. Jetzt lauft ihr quasi hinterher. Ja. Okay. Nein, doch. Also, wie wir hier sehen, Husqvarna 701. Ja, mit eigentlich schon recht vielen Veränderungen, finde ich. Am besten, wir gehen das jetzt mal chronologisch von hinten nach vorne durch, weil ja, sonst fehlt so ein bisschen die Ordnung und ich renne von einem Teil zum nächsten. Also, zum ersten. Haben wir einen Endschalldämpfer nur, also der Krümmer ist original geblieben, das passt doch alles. Von der 690er, das ist ein Leo Vince. Die genaue Bezeichnung fügen wir dann einfach nochmal oben ins Video ein. Ich glaube X3? Nee, egal. Leo Vince. Ja, okay. Also wir wissen es nicht. Zum nächsten habe ich hier eine totale Radikalisierung vorgenommen. Ja, ist jetzt auch ein bisschen dreckig. Und zwar habe ich sämtliche Halterungen bzw. das komplette Heck abgemacht. Habe einmal von Polo so eine kleine Leuchte, auch mit E-Nummer, die sich hier sehr gut in das Plastik integriert, genommen. Und noch die Standard-Kennzeichenbeleuchtung, auch ebenfalls von Polo mit E-Nummer hier einfach angeklebt. Und Kennzeichen wird dann hier entweder so oder so montiert. Meinung der Bullen ist noch nicht vorhanden, aber ich krieg das schon irgendwie hin. So, zum nächsten haben wir, wie man schon sieht, nicht das originale Dekor. Davon blenden wir jetzt einfach mal noch ein Bild ein. Also wie ihr seht, haben wir hier das... Ja, also wie ihr hier sehen könnt, habe ich das Factory Dekor verbaut. Das fand ich einfach viel hübscher als das originale. Klar sieht man es hier noch ein bisschen durch, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, auch auf der Kamera sieht man es nicht wirklich. Also wie gesagt, es schimmert etwas durch, was mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich stört. Hat sich super aufkleben lassen. Und ja, also man sieht auch hier noch ein bisschen die Ränder, was mich aber ehrlich gesagt alles nicht stört. Ich finde das Dekor einfach so schön und so viel besser als das Originale. Genau. So, zum nächsten haben wir keine Handguards mehr dran. Ich bin, wie ich schon ein, zwei Mal gesagt habe, einfach nicht so der Handguards-Typ. Deswegen habe ich die abgemacht und für mich war auch das Fahrgefühl gleich ein ganz anderes. Also es war sehr viel freier und sehr viel beweglicher. Also es war einfach viel spieliger und hat sich einfach besser angefühlt für mich zum Fahren, weil ich einfach schon immer ohne Handguards fahre. So, zum nächsten haben wir hier ein Lenkerpolster, ist jetzt nichts Besonderes. Hier vorne haben wir eine KTM EXC Lichtmaske, einfach von eBay. Das ist jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger ein Nachbau. Ist jetzt nicht original EXC, aber es ist zumindest ja, XC-Optik und kostet ungefähr nur 65 Euro, also eigentlich eine recht günstige Variante, sein Motorrad sehr viel hübscher zu machen, meiner Meinung nach. Und ja, hat aber keine E-Nummer, oder? Hat keine E-Nummer und die Beleuchtung ist, sagen wir, miserabel. So, hier ein bisschen Rosen-Tuning, das ist einfach für mich, fühlt sich besser an zum Stunten. Und ja, dann quetscht man sich nicht immer die Finger, sondern nimmt einfach die zwei Finger, weil, wie ihr seht, das ist sehr, sehr easy, halt die Hydraulikkupplung. Dann gehen wir einfach mal vorne und hinten zu den Rädern. Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt selbst noch gar nicht so wirklich sicher, was ich da überhaupt haben möchte. Jedenfalls haben wir hier vorne weiße Spoke-Styles, hinten schwarze verbaut, dazu kommen wir aber gleich noch. Und ja, also die weißen, die gelben Streifen, die original bei der 701 mitgeliefert werden, habe ich jetzt erstmal nur provisorisch. Also die lassen sich ziemlich doof aufkleben, weil die sehr hart sind und nicht wirklich elastisch, lassen sie sich nicht sehr geil aufkleben. Deswegen habe ich da nach zwei aufgegeben und dachte mir dann einfach nur so, halt's Maul und fick dich. Also zum Motor kann man eigentlich nur Folgendes sagen. Das Getriebe ist, sagen wir mal, semi gut für so ein teures Motorrad. Darüber habe ich mich ehrlich gesagt auch am Anfang
ziemlich aufgeregt und habe mich auch sehr geärgert. Auf jeden Fall, ach du Kacke, das geht ja jetzt schon an. Ich muss mir mal solche Carbon-Dinger holen. Auf jeden Fall haben wir eine stärkere Feder von Pirate Racing, eine stärkere Arretierfeder. Das heißt, die Schaltvorgänge waren nicht sehr eindeutig. Das heißt, zwischen 4. und 5. und 5. und 6. hatten wir dann immer mal einen Leerlauf, was mich dermaßen angepisst hat, vor allem wenn man im Wheelie dann war und die dann plötzlich im Wheelie einfach Leerlauf und dann hat man so aus Versehen den Begrenzer gekloppt, was mich mega gestört hat. Deswegen stärkere Arretierfeder hier reingebaut. Ob der Händler das jetzt merkt, bezweifle ich und ich habe es ehrlich gesagt auch gut versteckt. Kann man machen, muss man jetzt nicht, wenn es einen nicht stört. Mich hat es dermaßen gestört. Ja, wir sind jetzt hier am hinteren Rad angelangt. Ich weiß, meine meine Kette ist schon ziemlich angerostet, weil ich einfach auch im Winter ein, zwei Runden gefahren bin. Aber das, denke ich mal, gibt sich dann auch wieder, wenn ich dann wieder oder anfange intensiv damit zu fahren. Nochmal, dieser Satz war jetzt einfach richtig für den Arsch. Also, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier am hinteren Rad angelangt und hier bin ich mir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sicher. Also ihr seht zumindest erstmal Spoke Styles in schwarz, nicht in weiß wie vorne. Dann diese Baumarkt Aufkleber Tesa Film Streifen, wo ich mir aber ehrlich gesagt auch noch nicht sicher bin, ob ich das so lasse, weil ehrlich gesagt wird mir das dann doch etwas zu schnell dreckig. Ja, das war's eigentlich, was man zu dem Motorrad sagen kann. Abschließend würde ich jetzt einfach mal noch ein, zwei geile Aufnahmen machen, die ich dann noch am Ende oder am Anfang oder zwischendrin auch einfach einfüge, weil es so schön ist. Also ich wünsche euch was, unfallfreie Saison und haut rein und tschüss. One,